Willkommen bei Mercedes in Burbach. Heute will ich euch mal meinen Lieblingslieferanten, will ich mal sagen, zum Thema Schrauben und Kugellager vorstellen. Und zwar kaufe ich die immer bei rcschrauben.de. Und ich will euch jetzt hier zeigen, warum ich das am sinnigsten finde und am besten finde und warum sich das einfach bewährt hat. Ja, zu Beginn bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei RC Schrauben. Die haben mir nämlich einmal das Schraubenset und auch das Kugellagerset jeweils für den Armer Outcast zur Verfügung gestellt, kostenlos. Vielen Dank dafür. Und jetzt wollen wir mal damit anfangen. Ja, wie ist denn überhaupt die Idee von RC Schrauben? Ja, die Idee ist folgende: Ihr könnt euch euer Modell raussuchen. Und dann kriegt ihr das passende Schraubenset dazu. Das heißt, in diesem Set sind alle Schrauben vorhanden. Ich gucke hier mal rein, zum Beispiel im Outcast. Sind alle Schrauben vorhanden, die ihr auch bei eurem Modell habt. Und weiterhin sind da noch 40 bis 50% mehr Schrauben drin. Weil es kann ja durchaus mal sein, dass ihr eine Schraube häufiger braucht, weil es entweder eine blöde ist, oder sie häufiger kaputt geht oder wie auch immer, ja. Ihr könnt die Schrauben in verschiedenen Güteklassen kaufen. Ihr könnt einmal Edelstahl kaufen. Ihr könnt normalen Stahl kaufen. Das sind jetzt hier zum Beispiel. Oder ihr könnt Stahl ISR kaufen. Und die Festigkeit von den Schrauben ist für unsere Gegebenheiten sehr, sehr gut. Ihr habt eine Festigkeit bei den Senk- und Linsenkopfschrauben von 10,9 und bei den Zylinderschrauben von 12,9. Das ist also, ja, so für uns das Ideale. Ihr seht das aber auch hier, wenn ich meine Schraube in die Hand nehme. Die sind also wunderbar mit dem Inbus. Schön schwarz und extrem fest, ja. Also viel mehr kann man da eigentlich gar nicht zu sagen. Wir haben halt alles dabei. Hier zum Beispiel auch die kleinen Madenschrauben, die man häufiger schon mal braucht, die auch gerade schon mal ausnudeln. Es ist auch ein bisschen Werkzeug dabei. Gut, aber das wisst ihr ja, das kann man nehmen. Aber ich würde lieber vernünftiges Werkzeug dafür wählen. Aber wenn ihr sagt, ich habe gar nichts, dann seid ihr damit auch gut bedient. Ich zeige euch noch mal. Hier haben wir auch die gängigen Muttern natürlich auch. Ich zeige es euch noch mal hier. Da sieht man so eine Dichtung. Das heißt, das sind Stoppmuttern, die halt einfach wieder runterfallen. Die braucht man nicht festkleben oder sonst irgendwas. Ja, da kann ich euch jetzt allerdings nicht so super viel zu zeigen. Aber ich finde die Idee halt super, da die immer euer passendes Fahrzeug habt. Und da sind, ja, hunderte weiß ich nicht, aber ich glaube, es sind wirklich hunderte im Shop an Modellen, die ihr da so habt. Und ich habe das ganz meine Anfangszeit auch schon mal gehabt, wo ich auch so den ersten Kontakt mit den Leuten hatte. Da war das Fahrzeug nicht im Shop und dann sagen die auch, komm hier, dann schick uns einfach mal die Explosionszeichnung oder sonstige Dokumente, wo wir das draus sehen können. Und dann bauen die das Set zusammen und stellen das in den Shop. Also vom Service her auch wunderbar und überhaupt gar nicht zu toppen. Ihr könnt auch einzelne Schrauben bestellen, das geht auch. Da fällt halt auf, dass ihr dann auch super günstig für eine Warensendung, also für den Preis einer Warensendung, die Sachen für 2,50 € verschickt. Also dann habt ihr nicht das Problem, dass ihr für 3 € Schrauben kauft und müsst 6 € Versand bezahlen. Also da kommen die euch sehr entgegen. Extrem cool. Ich bin da echt begeistert. Und man hat natürlich noch dieses hübsche Kästchen, wo man alles sortiert, wunderbar drin hat. Ich weiß nicht, ihr kennt die vielleicht auch aus meinen anderen Videos. Also hier habe ich die zum Beispiel, das war nämlich meine erste für den Bullet. Da sind natürlich, wenn man jetzt reinguckt, auch andere Schrauben drin, weil der Bullet ja auch andere Schrauben hat. Aber auch in der Stahlvariante, weil ich die einfach am besten finde. Und ich habe auch noch eins für den Forza. Also ich habe da schon diverse Sachen gehabt. Ich finde die also wirklich top. Ja, und das Zweite, was die auch im Shop haben, wird auch immer ja wieder sehr gefragt und sehr begehrt bei uns ist, das ist das Kugellagerset. Ja. Weil wir gucken uns die gleich mal an. Hier steht, das sind zwei RS-Kunststoffdichtungen. Das ist ja oftmals, das gesagt, dass die Armer-Modelle Metall gedichtet sind.
Und dann sind die halt nicht wasserdicht. Und dann fangen die an zu rosten. Das ist extrem blöd. Und deswegen, also ihr könnt die auch mit Metalldichtung kaufen, aber ich habe die jetzt extra mit Kunststoffdichtungen bestellt. Weil auf der Seite schreiben die da auch, Minimierung von Verschleiß durch Staub und Schmutz, dadurch längere Leichtlauf, ohne Knirschen und Knacken, keine Wartung notwendig. Ideales Einsatzgebiet im Gelände. Ja. Die sind auch schon mit hochwertigem synthetischen Öl geschmiert und korrosionshemmend, also alles wunderbar. Das ist gehärteter, hartgepresster Chromstahl, also die Hülle, und aus rostfreiem Edelstahl. Das ist einfach top. Ist auch noch so eine ISO-Norm, aber da kann ich gar nichts mit anfangen. Ja, jetzt will ich euch auch mal zeigen, wenn ich eh den Outcast hier stehen habe, wie das alte Lager aussieht und wie das neue aussieht und warum das einfach viel besser ist. Dafür baue ich das hier gerade mal hinten exemplarisch aus. So, jetzt haben wir die Flux ausgebaut. Da ist immer ein großes und ein kleines. Innen ist das große, außen ist das kleine. So, man sieht jetzt hier bei denen schon deutlich, die von Arma, die haben schon also Dreck und auch Rost angesetzt. Und wenn man jetzt dreht und wir sind mal still, hören wir vielleicht was. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Also dreht sich noch, aber es kratzt schon ziemlich. Und bei dem Kleinen ist es noch extremer. Also ich kriege jetzt schon fast gar nicht mehr gedreht. Ja. Also seht hier, das hat auch schon Rost angesetzt, weil hier nur die Metalldichtung sind. Das ist für einen Racer vielleicht ganz gut, weil er ein bisschen besser läuft. Für uns Becher ist es aber eher schlecht. So, und das sind die neuen von der C-Schrauben. Und wenn wir die drehen, hören wir nichts. Also ich höre gar nichts, ja. Wahrscheinlich hört ihr, hat er bei einem anderen auch nichts gehört, ja. Und die sind noch so ein bisschen leicht ölig, was ich ja schon reingeschrieben habe oder euch schon gesagt habe, da die vorgeölt sind, ja. Und hier seht ihr den Unterschied. Also deutlich, erstens, die sind sowieso schon hinüber und dann sind die nur mit Metalldichtung, ist blöd. Also es gibt manche Leute, die tauschen sofort die Lager, wenn sie den Armer kriegen. Das erscheint mir jetzt eher blödsinnig. Aber jetzt sollte man sie tauschen. Und das ist ja auch ganz einfach gemacht. Ihr nehmt die, drückt die hier rein, drückt die da rein, passt perfekt. Dann kommt der Knochen rein. Und dann dreht sich das wieder schön wie Butter, wie es sein sollte. Gut, der Rest natürlich hier bleibt natürlich rostig. Ja, aber dreht sich, baut die wieder rein. Fertig ab. Keine lange Geschichte. Ja, so viel zum Thema. RC-Schrauben.de, glaube ich. Ich bin mir gar nicht genau sicher. Doch, RC-Schrauben.de. Ich schreibe da auch noch in die Videobeschreibung rein. Ihr kriegt für alle gängigen Fahrzeuge eure Kugellagersets und ihr kriegt auch alle für alle passende Autos euer Schraubenset. Und sollte euer Auto mal nicht dabei sein, schreibt die einfach freundlich an und fragt die, ob die das für euch realisiert bekommen, und sie werden es. Ja, was ich ganz vergessen habe, ist der Preis. Günstig sind sie auch noch. Also das Schraubenset mit insgesamt 325 Schrauben kostet im Shop 31,40 €. Und das Kugellagerset mit 22 Kunststoffdichtung passend für den Armer kostet 18,20 €. Dann kommt ein bisschen Versand oben drauf und dann seid ihr eigentlich fertig. Da braucht ihr euch um das Thema Schrauben und Kugellager erstmal keine Gedanken mehr zu machen. Und wenn ihr irgendwann noch ein Kugellager braucht und ihr habt von den anderen noch genug, dann könnt ihr die auch einzeln bestellen. Auch alles überhaupt kein Problem. Ja, soweit war es von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, macht den Daumen hoch, macht die Glocke an. Wenn euch nicht gefallen hat, macht ein Dislike. Aber dann schreibt mir bitte dabei, warum euch das nicht gefallen hat. Und dann würde ich sagen, ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal.